Der Koran, das mächtigste Buch der Welt. Und im Artikel drin steht dann, dass es nicht nur das mächtigste, sondern auch das gefährlichste Buch der Welt ist. Mm. Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. You do know what time it is. It's your boy, Shady Shade, the one and only, guys, and we are back here again today on this beautiful day, guys. Ich bin Shady Shade, the Anziger. Yes, guys, we are back. Wie geht's? I hope you guys are all doing well today. So, guys, without saying too much today, I'm going to check out Hagen River. You guys said to me, check out Hagen River. Check him out, okay? He's another top-notch German political cabaretist, satirist. Anyway, that's it too much, guys. We're gonna get it started. But before we start, make sure you smash that like button, subscribe, give me some love, okay? And let's go straight to action. Let's see what Hagen has got. All right, let's do this. First of all, I'm gonna smash like. I'm gonna subscribe, okay? All right, then give us that quality content. Ich darf Ihnen jetzt einen Kabarettisten ankündigen, der bekannt ist für seine einfühlsame Art. Who is known for his sensitive ways. Für seine, ja, ich möchte fast sagen, für seine sanfte, sehr gefühlvolle Art, gentle, die Wirklichkeit zu spiegeln. Wenn Sie sich jetzt bitte nach hinten wenden möchten. Hagen Ritter! Hagen Ritter! Hagen Ritter! Hagen! Hagen! Okay, he's playing the music, so the whole words he's speaking will just smoothly go in. So you don't feel the pressure of it as it's coming to you. With so much brutal force. I've never listened to him and I'm talking like this. Heute möchte ich mich ganz kurz mal einem aktuellen Lieblingsspiel der Deutschen widmen. Momentan das Spiel des Jahres gewesen. Schlag den Moslem. Moslem-Bashing ist total angesagt. Jetzt sind sie dran, die Moslems. Die sind fällig, ich schwöre sie. Früher hieß das Spiel Kanacken raus und kam aus der Unterschicht. Once that was called Turks out and came for the lower class. Heute heißt das Islamkritik und kommt von ganz oben. Ja, hier, das war schön im Stern. Im September ist nicht lange her. Wie gefährlich ist der Islam? Hier steht nicht mehr Islamismus. Jetzt wird die gesamte Religion in Sippenhaft genommen. Ja, jetzt kriegen sie es aber richtig. Aber also, hallo, stellen Sie sich vor, Sie sind muslimischer Vater, wohnen mit Ihrer Frau und Ihren Kindern in Bochum, arbeiten bei Opel am Fließband, fahren morgens in der S-Bahn zur Frühschicht und da sitzt einer und liest dieses Ding gegenüber. Da hast du doch Lust auf Überstunden, oder? Wow, that would be very devastating. That would be very devastating. You'll be shocked. If I was Muslim, I'm gonna be like, why are you coming for me? You know what I mean? Da sitzt einer und liest dieses Ding gegenüber. Da hast du doch Lust auf Überstunden, oder? Ha? Zu Gast bei Freunden hieß das noch vor einem Jahr. Das geht so schnell. Man hat sie ganz schnell am Wickel. Und das ist ja auch nur das Ergebnis von einer richtigen, wunderbaren Propaganda. And it's only just the outcome of this truly wonderful propaganda. Vor einem Jahr fing das an, genau im September letztes Jahr. Da gab es eine sehr sensible, einfühlsame Rede von einem deutschen Hochschulprofessor, der später Papst geworden ist. Sehr sensible, einfühlsame Versöhnungsrede, die leider total missverstanden wurde. Nur einer hat sie richtig verstanden. Das war der Spiegel und hat getitelt Papst contra Mohammed. Papst contra Mohammed. So contra is versus. Papst contra Mohammed. Klingt so ein bisschen wie Klitschko gegen Walujew. Ja, ja. Aha. Spalten statt Versöhnung. Ja, das war wunderbar. Aber es war der Startschuss. Der oberste Stichwortgeber für einen reaktionären Diskurs hier ist unser Professor. Und es ging dann heiter weiter, jetzt im März dieses Jahr. Und achten Sie darauf, immer ist der Hintergrund schwarz, wenn es um Moslems geht. Immer schwarz. So eine Ikonografie muss man auch bedienen. Dieses Jahr im März hieß es... When it comes to Muslims, always black. ...geht. Immer schwarz. Schwarz ist black. So eine Ikonografie muss man auch... You have to be able to serve strong iconography. Auch bedienen. Dieses Jahr im März hieß es Mekka Deutschland, die stille Islamisierung. Ja, sicher. Das Zeug liegt überall an jedem Kiosk im Land. Und die Kinder lesen das.
Und sie verstehen es aber nicht. Die Erwachsenen auch nicht. Okay. Aber es schafft eine Stimmung im Land, eine Atmosphäre, ein Klima. Wir haben einen neuen Sündenbock. Wir haben wieder richtig auch Angst, vor allen Dingen. Angst. Boy, it creates a mood in our country, an atmosphere, a climate. Ein Klima. Wir haben einen neuen Sündenbock. Wir haben wieder richtig auch. And above all, we finally are having a lot of fear Angst again. Vor allen Dingen. Angst ist ganz entscheidend. Natürlich. Und mit der Verzögerung von ein paar Jahren, wie immer, stehen wir jetzt genau da, wo die Amis vor ein paar Jahren standen, nach dem 11. September. Hm. Komplett paranoid. You know what I've noticed? Fear-mongering is a very big thing. Fear-mongering. People usually take things out of context and blow it so big and everybody is now afraid. Like, oh, I'm afraid of the Christians. Oh, I'm afraid of the Muslims. Oh, I'm afraid of this belief. Oh, I'm afraid of the Buddhists. Oh. Fear-mongering. When they spread out and when they send out their propaganda in all the news and everywhere, you just be, oh, scared. People need to learn to think for themselves. Think for yourself. Wir haben aber vor dem Anschlag schon Angst. Wir haben präventiv Paranoia. Ja. Wir haben vorauseilende Angst. Fear is ahead of us. Ein ganz neues Phänomen gibt es jetzt in Deutschland. Wird geschürt. Und das Gift der Angst wirkt und die Giftmischer von Bush bis Bin Laden haben unsere Hirne und unsere Herzen taub gemacht. Ja klar, es gibt hier im Land islamistische Radikale, es gibt auch Nazis im Land. Beides wird nicht verboten. Wow, there are Nazis as well, still. I thought you guys abolished or something. Anyway, that's what the news says, that no more Nazism. Komisch, huh? Ja, weil dann die Drohkulisse weg ist. Ja klar. Passagiermaschinen abschießen, weil da radikale Islamisten drin sind. Hm, kann man drüber nachdenken. Lass uns doch mal Magdeburg bombardieren, weil da Nazis sind. Hä? Oder München oder Mannheim oder Köln oder Dortmund oder Hamburg. Kommt nicht in Frage. Spalten statt versöhnen. Und Europa steht da gelähmt vor Angst. Hm. Die Hosen voll und die Köpfe leer. Der Henrik M. Broder. Der hat sogar schon kapituliert. Ja, vor wem denn? Vor seiner türkischen Putzfrau? Oder vor seinem indischen Hausarzt? Ja klar, dem Henrik M. Broder, dem empfehle ich mal einen Besuch in einem Fatih Akin-Kinofilm. Und anschließend einen Besuch in einer deutschen Hauptschule. Wir brauchen viel weniger, viel weniger. Mm. We need much less of these separationists. Von diesen Spaltern. Wir brauchen noch mehr Scharfmacher. Wir brauchen noch mehr Dialog. I agree. We need more dialogue. More dialogue. Okay, yes, you can argue in a dialogue, but keep on dialoguing. Okay. Scharfmacher haben uns nach Afghanistan gebracht. Die Scharfmacher machen dauernd Krieg. Wie wollen wir denn in Zukunft hier leben? Wollen wir uns nur noch anschreien in Zukunft? Die Hardliner sind auch tragische Figuren. Dieser arme Ralph Giordano, der hat sich so verrannt in einer bitteren, einseitigen Polemik. Der ist so randvoll vor Wut vor dem Islam, dass er mittlerweile Applaus von den Nazis kriegt. Ja. Ah, he's going against this. He's going hard against this, saying, ah, this is how they, oh, this is how they always were against them. And then another extreme group is supporting it. Hey, that's what he's saying. Wunderbar, Glückwunsch. Wem nützt das vor allen Dingen? Wem nützt das? So habe ich den Lessing nicht verstanden. Wie wäre es mit einer differenzierten Debatte? Und wenn du dich um Dialog bemühst und um Integration, dann wirst du sofort abgewatscht. When you try to make an effort for dialogue and integration, you have been dismissed. Because no, separation, separation. That's what he's saying. Yeah, I mean, it's not funny. But the way he's talking, wow. It sounds like he's trying to seduce the whole audience. He's going, wunderbar. Sozialromantik und Multikulti-Kuschelkurs. Abgekanzelt, Ende. Ja sicher, Multikulti-Kuschelkurs. Was denn sonst? Prügelkurs? Gibt's eine Alternative zum Kuschelkurs? Die Alternative zum Kuschelkurs, die können wir seit 20, 30, 40 Jahren im Nahen Osten uns angucken. Hm.
Und in der Zwischenzeit werden hier unsere Bürgerrechte beschnitten. Wir haben den Moslem so fest im Würgegriff, dass wir gar nicht merken, wie der Schäuble uns hinten das Grundgesetz aus der Tasche fingert. Aber rucki zucki, so schnell können sie gar nicht gucken. Es wird nur noch... Müssen wir aufpassen. Verdammt aufpassen. Es wird nur noch tendenziös und einseitig über den Islam berichtet. Über die gesamte Religion. Mit dem Bade alles ausschütten. Und dann noch eine Prise Zwangsheirat und eine Prise Ehrenmord. Und dann haben wir den bösen Moslem. Wir backen uns einen Feind zugeschaut und mitgegraut. Ehrenmord, Ehrenmord gibt es bei uns ewig schon. Immer haben wir Ehrenmord. Honor killing. We ourselves have had that for a long time. Yeah, it was everywhere. Das heißt bei uns bloß anders. Familiendrama heißt das. Und das gibt es bei uns an Weihnachten. Doppelt. Aber hallo. An die eigene Nase packen. Ja, sicher. Mal an die eigene Nase packen. Wir müssen mal uns um den Balken im eigenen Auge endlich kümmern. Aber He's saying you're judging others. You're judging others. Look at the mirror. Look at yourself in the mirror before you judge other people. Deep. Deep. Yeah, he's preaching like a form of Jesus Christ. Mal an die eigene Nase packen. Wir müssen mal uns um den Balken im eigenen Auge endlich kümmern. Aber man sieht den so schlecht, weil da halt der Balken drauf ist. Und dann kannst du schlecht gucken mit einem Balken im Auge auf den eigenen Balken. Es funktioniert nicht. Dann gibt es auch so Feingeister wie Günther Wallraff. Günther Wallraff, ein ausgeschlafenes Kerlchen. Günther Wallraff will jetzt unbedingt rauskriegen, wo ein Imam seine demokratische Sollbruchstelle hat. Günther Wallraff will jetzt tatsächlich die satanischen Verse in einer Moschee vorlesen. Ja, das ist doch mal aber, das ist doch aber mal richtig spitz, finde ich. Very subtle. Das ist doch mal ein Held, der Wallraff. Der Wallraff will Fundamentalisten kennenlernen. Dann soll er mal versuchen, von Monty Python das Leben des Brian im Kölner Dom vorzuführen. Da kann er Fundamentalisten kennenlernen. Ja, sicher. Mm. Wir müssen uns mal an die eigene Nase packen. Mm-hmm. Mm-hmm. That's looking at me. Und Sie ahnen es schon und wahrscheinlich wissen es auch einige von Ihnen. Der aktuelle... Wait, let's take this back a bit. Der Wallraff will Fundamentalisten kennenlernen. Dann soll er mal versuchen, von Monty Python das Leben des Brian im Kölner Dom vorzuführen. Da kann er Fundamentalisten kennenlernen. Ja, sicher. Mhm. Wir müssen uns mal an die eigene Nase packen hier. Na klar. Und Sie ahnen es schon und wahrscheinlich wissen es auch einige von Ihnen. Der aktuelle Spiegeltitel an Weihnachten rausgekommen, hier diese Woche... Schwarzer Hintergrund, wieder der Koran. Ein aufgeklärtes Nachrichtenmagazin ist tatsächlich in der Lage, binnen weniger Monate immer mit schwarzem Titelbild über den Islam zu berichten. Rudolf Augstein rotiert im Grab, das kannst du bis Mekka hören. Ja, nicht mal der Klaus Kleber wollte da noch Chefredakteur werden. Das ist zum Auswachsen. Wow. Ja, wunderbar. Wait, who's that? Klaus Kleber? Klaus Detlev? Walter Kleber is a German journalist and former lawyer. He anchored Hilti Journal, an evening news program on ZDF, one of Germany's two major public TV stations. Ah, okay, I see that. Das ist zum Auswachsen. Ja, wunderbar. Schön, weiter so. Because I know Klaus Kleber, that means because the Hilti show, they usually do extreme stuff. But even Klaus Kleber is like, that is too extreme for me. Der Koran. Das mächtigste Buch der Welt. Und im Artikel drin steht dann, dass es nicht nur das mächtigste, sondern auch das gefährlichste Buch der Welt ist. Mhm. Wir hatten hier schon mal eine Zeit in Deutschland, wo man Bücher für gefährlich hielt. Das war aber von einem braunen Hintergrund damals, nicht von einem schwarzen Hintergrund. Wehe uns, wenn hier demnächst die Moscheen brennen. Wait, when it says brown, was he talking about the Bible? So once we already had a time in Germany when books were deemed dangerous. Man Bücher für gefährlich hielt. Das war aber von einem braunen Hintergrund damals, nicht von einem schwarzen. I guess it must be the Bible. Wehe uns, wenn hier demnächst die Moscheen brennen. Dann will es wieder keiner gewesen sein. Prost, Neuer. Wow. Yo. This guy's style is different, but he just dropped some deep knowledge.
Okay, some deep knowledge. Sometimes, like, we hear a lot of things, but nobody bothers to do research to understand the history behind it. We just take what's given to us. It's served to us, okay? We just see the icing on the cake. We're like, ooh, looks so beautiful. We just eat it. We don't even bother to see how the cake really is, how the cake really looks, okay? Because all we see is the icing, it's the way it's presented, okay? Nice. And then we're like, oh, believe in that. And the propaganda is on that way, eating it up, like, without asking questions, okay? We need to think for ourselves. Before you judge other people, you have to judge yourself, okay? Before you say whatever, look at yourself first. Even after looking at yourself, you shouldn't judge other people. Dialogue, okay? We should dialogue, okay? We need to talk things out. It might take a while, but it's the better way, okay? Instead, the alternative to dialogue is what happened 20, 30 years, I mean, now maybe like 50, 60 years in Iraq, in the Middle East, okay? And some of it is still happening now, okay? That is the alternative to dialogue, okay? Ukraine and Russia were having dialogue, but now what they're having is alternative to dialogue, and we don't want that. The losses, the lives lost, things. This is crazy. I come to watch things to laugh, and here I'm getting lectured, and I'm being sobered up, and I'm listening, and I'm actually looking at myself as well, because of all the things I've heard on the news that I sort of tend to believe in, but then I'm having another view. So think for yourselves. Hagen Reeder. Yeah, this was good, man. Look at me. Definitely liked it. I liked the lecture. But yeah, we need to fix up ourselves. Human beings, we need to fix up ourselves. Anyways, be your boy Shady Shady, one and only, guys. Do let me know what you think about this in the comment section. Also, make sure to smash like, subscribe, give me some love. It's gonna be a peace out. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines in my way. You are me. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines in my way. You are me.